Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rage. Wir sind gerade dabei, unsere lustigen. Wir haben gerade aus der Totenstadt ja Informationen zurückgeholt. Und jetzt sag ich mir, können wir mal wieder hier ein paar Rennen fahren, um unsere Karre noch aufzuwerten. Ich weiß gar nicht, wo wir hier waren. Da ist die A-Zeit fahren. Haben wir schon alles gemacht? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich glaube aber schon. Gehen wir zurück und schauen, was wir hier noch alles haben. Was ist das? Anfängerblock, Tempo und Dings. Hier, den scheinen wir anscheinend noch nicht gemacht zu haben. Kein Kampfrennen. Oder rein Kampfrennen. Ich hab's nicht ganz geblickt jetzt. Oh, hier ist noch Enzfield in dem Teil drin. Gibt's in dem anderen Teil dann auch noch so Zeugs? Nee, da haben wir anscheinend schon alles. Okay, dann machen wir hier bei Tempo und Dings, machen wir die mal hier weiter. Viel Erfolg! Schauen wir mal, dass wir hier jetzt ein paar Goldzeiten wieder abziehen können. Und ein paar Rennscheine praktisch uns verdienen können, mit denen wir wieder so Zeugs aufwerten können. Was ist das hier? Willkommen, Rennsportfreunde, zu einer spannenden Neuauflage des Ödlandrennens! Es scheint hier mal wieder ein ganz normales Rennen zu sein. Okay, das ist cool. Also praktisch so aussortierdingseln, weil wir haben hier auch keine Waffen gerade drauf, oder? Sieht nicht danach aus. Dann müssen wir hier bloß die ganzen Leute überholen. Denn die können hier auch nur Minen legen, glaube ich. Genau, dann hätten wir jetzt hier schon mal unseren ersten Platz fast gesichert. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie versuchen. Oh Gott! Genügend von diesen komischen Teilen aufzusammeln. Und wie viele Runden müssen wir überhaupt fahren? Ich blick's noch nicht so ganz. Aber wir liegen, glaube ich, gar nicht schlecht dabei. Da die Gegner hier einfach es überhaupt nicht drauf haben. Und das hier spielt mir ziemlich gut in die Hände. Wenn es die Gegner mal wieder nicht drauf haben. Auch hier in der Mitte ist ja der Balken für diesen Scheiß. Ich übersehe das immer. Wo der ganze Schmarrn hier ist. Okay, dann fahren wir hier mal ein bisschen größere Kurve, damit wir hier das Ding hier mitnehmen können. So. Während wir hier in der Luft sind, glaube ich, bräuchte ich den Schmarrn hier auch nicht zünden. Nee, ich glaube nicht. So. Das ist hier echt relativ gut und spannend, würde ich mal sagen. Oh Gott, wir haben sogar richtig heftige Straßenlage mit dem Teil, fällt mir das mal so auf. Und wir sind hier irgendwie abgeschlagen, Erster. Und wir müssen noch jetzt nach dem Ding hier noch eine Runde fahren. Ja, genau. Die Dinger, die respawnen ja nach jeder Runde. Das ist ja mal total entspannt. Okay, dann kann ich hier echt alle abfahren. Das ist ja dann super einfach. Und ich dachte, ich muss mir wieder aufheben, weil die irgendwie despawnen oder so. Oder nicht direkt wieder da sind. Aber wenn die echt einfach hier respawnen, ist das ja alles hier null. No problemo, no problemo. Gibt's hier rechts noch einen? Nee, okay, dann müssen wir hier bloß einmal eins von den Dingen hier abfahren, damit wir hier beim Hochfahren auch noch mal so ein Ding bekommen. Dann sollten wir sogar eine richtig üble Rundenzeit aufstellen, oder? Ja, könnte fast sein. Wir müssen sowieso noch die Ziellinie. Und haben gewonnen! 50 fucking Rennscheine haben wir gewonnen. Nice, okay, dann müssen wir auch nicht weiter einen neuen Versuch machen, sondern noch einfach weiter. Weiter! Und ich schau mal, wie viele Rennscheine ich jetzt überhaupt habe und was ich mir damit kaufen kann. Vielleicht die besten Autoteile, die es gibt. Was uns der Rusty hier mit dem ganzen Zeug hier verkaufen kann. Wie viel haben wir denn überhaupt? Genau, Munition müsste ich auch mal neu kaufen für die Wagen. Ich habe sogar 39 Rennscheine. Nee, für den Dünenjäger würde ich echt nichts kaufen. Ich will für meinen Caprino wieder Sachen kaufen. Was wäre dann cool? Neuer Motor wäre auf jeden Fall cool. Was ist denn das hier? Schwere Caprino-Panzerung. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Und das Ding wäre auch cool. Aber wir nehmen jetzt erstmal den neuen Motor, oder? Ja, das hört sich gut an. Und kaufen wir wieder Munition ein, für den ganzen Sparen. Raketen hatte ich ja überhaupt gar keine mehr, oder? Kaufen wir mal wieder so 100 Stück oder so. Und für den restliche Kohle kaufen wir wieder Minikanonen-Munition. Die ist ja auch irgendwie ratzeputze weg. Aber jetzt können wir jetzt erst nochmal hier
bisschen unsere Karre hier aufwerten. Sieh nach, was für Rennen zur Auswahl stehen. Und zwar will ich wieder in den Tempo- und Spannungsblock rein. Dann machen wir jetzt einfach mal hier den Scorcherland als nächstes. Vielleicht ist es ein bisschen anspruchsvoller als das erste Rennen hier. Vielleicht können wir danach sogar noch eins machen. Eine Folge ist ja voll cool. Eins mit drei Rennen mal gefahren. Das macht ja dann schon fast anscheinend wie in... Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Wie in Trackmania. Heute erwartet euch ein weiteres packendes Rennen. Ah, wir haben es hier... was für ein Zeugs? Wir können jetzt ja Waffen und den Scheiß aufsammeln oder was können wir hier machen? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich habe zielsuchende Raketen bekommen. Okay. Ach, das ist wieder der Scheiß, wo man irgendwie, wenn man hinten liegt, besser läuft oder so. Ich muss mich hier bloß ein bisschen... Meine Karre kann ja hier volle Kante schnell kaputt gehen. Ich würde bloß mich gerne ein bisschen zurückfallen lassen, damit ich die Jungs hier abschießen kann. Weil, oder ich schaff's einfach, mich weit genug nach vorne abzusetzen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Weil diese komischen, wie soll ich sagen, Raketen sind hier zielsuchend und fliegen über jeden Shit drüber. Aber wenn ich hier schnell genug bin, dann könnte ich es eventuell schaffen, dem ganzen Shit hier auszuweichen. Jetzt ist irgendwie der nächste ewig weit hinten. Ja, irgendwie holt mich diese scheiß Raketen hier Zeugs wieder ein. Aber hier sind die Dinger genauso verteilt wie in dem vorigen Rennen. Das heißt, ich kann das hier echt zu einem Dingsrennen hier ausarten lassen. Aber hier respawnen die nicht so toll wie in dem anderen. Egal, das ist halb so wild. Wir brauchen sowieso nur noch einen fucking Rennen. Für eine fucking Runde. Und die eine Rakete, die verfolgt uns immer noch. Oder wie ist das? Ich hoffe, der geht eher der Sprit aus als mir. Aber anscheinend ist es tatsächlich der Fall, dass dem Ding der Sprit ausgeht. Das ist coole Sache. Coole Sache. Und hier ist auch wieder das Ding hier. Perfekt. Oh, jetzt bin ich gegen die Wand gefahren. Das war natürlich nicht so prickelnd, aber... Wow. Jetzt dachte ich schon fast, ich verfehle das Ding hier. Okay, dann fahren wir aber hier trotzdem hier links rum. Damit können wir uns gleich wieder ein bisschen reparieren, oder wie ist das? Bin jetzt gar nicht sicher. Oh nein! Weh, der macht mich jetzt noch kaputt. Weh, der macht mich fucking kaputt. Zu kurz vorm Ziel. Alter Schwede. Hätte das jetzt noch geschafft, dann wäre ich tatsächlich noch Zweiter geworden. Das wäre peinlich gewesen. Beziehungsweise nicht so prickelnd. Oh, Spannung beim Rennen fahren. Hätte ich jetzt nicht so krass erwartet. Aber wir haben hier noch ganz viele andere Rennen, die wir machen können. Ja, und zwar haben wir hier noch zwei weitere, die fahren wir jetzt auch einfach. Was? Raketenrennen ist das? Das sind beides noch Raketenrennen. Ah, nice. Okay, dann machen wir das einfach mal. Was? Vorsichtig fahren? Ich gebe dir gleich vorsichtig. Vorsichtig ins Gesicht, Mann. Echt, ey. Wer fährt denn bei Dusty Elt? Vorsichtig. Das ist ja wie... Keine Ahnung. Nein, ich will einfach bloß starten. Annehmen. Ich will mir das Gelaber von dem Kerl nicht anhören. So. Und jetzt haben wir hier nur Raketen zur Verfügung, oder wie? Dann... Ja, dann fahren wir das einfach erstmal ganz entspannt den erstmal hinterher, weil die können eh nichts. Ich kann sie auch ein bisschen anschieben oder so. Und die machen sich gegenseitig hier schon wunderbar kaputt. Damit katapultieren sie sich eh hinter mir. Ach, dann kann ich auch einfach Gas geben hier. In der Hoffnung, dass mich wieder nichts trifft. Oh, das Ding verfolgt mich sogar über das Ding drüber. Ach du Scheiße. Okay, das heißt, das ist mal wieder so typisches Dingsgefahre hier, wie nennt sich das? Wie in Super Mario. Da ist es ja auch praktisch immer nur so, dass man sich am Schluss mal kurz zurückfallen lässt, um die guten Waffen zu bekommen und dann die ganzen Leute abzieht. Ja, scheiße, habe ich euch die ganzen Geheimtricks von Super Mario verraten. Bin ich dreist. Bin ich fucking dreist. Und wir sind hier schon in der zweiten Runde, oder was?
Wow, hat mich hier nach vorne katapultiert. Verpiss dich da vor mir. Geht überhaupt nicht klar. Ach scheiße, bin ich gegen dieses scheiß Ding gefahren. Egal, haben wir wieder aus dem Abschießen. Was? Wo ist das hin? Hat sie nicht zerlegt? Komm. Lass dich wieder vorbei. Das ist. Du hast einfach da vorne nichts verloren, du komischer Gegner. Das ist einfach total peinlich, was ihr hier abzieht. Und ich bin hoffentlich gerade immer noch Erster, oder? Ja, bin ich. Gut. Weil das ist gleich so richtig schon die letzte Runde, oder? Und wir sind jetzt schon auf der Zieleinfahrt und haben gewonnen. Okay. Nice. Ich dachte eigentlich, das wird mal ein bisschen schwerer. Ach nein, wir haben einen neuen Motor, dadurch wird es natürlich ein bisschen einfacher. Ach, dann hole ich mir hier nochmal ein bisschen Aufwertungszeug hier für meine komische Karre. Suchst, bist du hier genau richtig? Newell, ich bin nicht genau richtig. Gefunden? Ja, und zwar hätte ich gerne für meinen Caprino hier, was kann ich mir denn alles holen? Jetzt kann ich mir schon beides holen? Ich könnte mir auf jeden Fall mal einen zertrümmernden Kühlergriff holen, oder? Angenehme Fahren. Ich glaube aber, schwere Panzerung ist ein bisschen besser gerade noch. Danach kann ich mir. Man sieht sich. Leichter jetzt erstmal die ganzen anderen Scheiße hier holen. Lust, einen Blick auf den Rennplan zu werfen? Ja, habe ich voll Bock. Und zwar, wir fahren einfach noch ein viertes Rennen heute. 30 Spinnen, mache ich jetzt einfach nochmal kurz. Fahr vorsichtig. Fahren wir das Ding jetzt auch noch und schauen, ob wir da hier wieder auch den ersten Platz kurz abziehen können, bevor wir hier echt nichts mehr machen können. Hier, das wäre total dämlich, wenn wir hier nichts mehr machen könnten. Gott, hier haben wir wieder irgendwelche Sonderteile. Und hinter uns sogar irgendwie eine Rampe. Was soll denn der Scheiß? Ach, wir haben hier sogar sämtliche Bewaffnung, oder wie? Okay, aber anscheinend muss man hier den ganzen Scheiß hier richtig aufsammeln, oder wie ist das? Zielsucherketten, okay. Das heißt, wenn man den Schmarrn hier aufsammelt, dann kriegt man hier richtig coolen Shit. Was ist denn da jetzt verkehrt? Komm, lasst mich einfach alle in Ruhe. Ich muss hier wieder Raketen sammeln gehen. Und jetzt ist irgendwie die Rakete irgendwie in den hinter mich reingeflogen, oder wie ist es? Scheint so der Fall zu sein. Weil wir sind irgendwie wieder 50.000 Kilometer vorne, weshalb wir vor unseren Gegnern erstmal keine Angst mehr brauchen müssen. Aber hätte ich die Kurve hier ein bisschen größer gefahren, dann wäre das hier wieder ein bisschen besser gewesen. Sagen wir es hier auf der Ideallinie irgendwie keinen Scheiß, den man hier irgendwie abgreifen kann, oder wie ist das? Anscheinend nicht, aber hinter uns ist irgendwie da so ein komisches Raketenteil hinterher, das ich nicht sehen kann. Und hier war doch wieder ein Haufen Zeugs gelegen, so. Okay. Dann gehen wir hier mal wieder auf Full Gas. Genau, und hier wollte ich das Ding irgendwie ein bisschen größer abfahren, aber hier ist irgendwie das Ding jetzt weg. Dann nehmen wir uns halt wieder ein paar mehr Raketen mit. Ach man, ich höre bloß die Raketen, wie sie über uns rumschießen. Ach, diese Kackspaten, ey. Ja, dann habe ich das hier praktisch voll lustig jetzt gewonnen, weil ich einfach. Außer da unten sind sie erst und ich bin schon im Ziel, ey. Oh mein fucking Gott. Das ist ja viel leichter gewesen, als ich gedacht habe. Gut. Dann würde ich aber sagen, weil wir schon wieder ziemlich weit sind und ganze vier Rennen hier gefahren sind, dann würde ich mir sagen, machen wir eine Pause. Daher wünsche ich euch schon mal wieder einen schönen Tag und wir fahren einfach in der nächsten Folge noch ein paar weitere Rennen, um hier unsere Karre noch ein bisschen aufzumotzen, bevor wir hier uns aus dieser Stadt hier aussiedeln lassen. Bis dann, euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.